Hallo und herzlich willkommen zurück zu Aua! Tron 2.0. Ich bin's wieder, Herr Lund. 1986, der diese Tron-Woche einfach genießt, denn sie ist so toll. Das Spiel macht einfach mega viel Laune. Mir. Und das ist die Hauptsache. Denn wer hier daran keine Lust hat, braucht nicht gucken, fertig ist. Tja, so ist das halt eben. Und wer andere Projekte sehen will, muss dann halt eben mal warten. Sowas soll vorkommen und sowas wird jetzt auch demnächst öfter vorkommen, weil mir das einfach sehr, sehr gut gefällt und das mir Laune macht. Aber jetzt gehen wir erstmal hier weiter und schnackeln über Tron 2.0. Meine Aufgabe ist es, triff dich wieder mit Alan, verschafft dir Zutritt zum... Oh, ich dachte, du wärst ein Gegner. Verschafft dir Zutritt zum zentralen Digitalisierungskern und das werden wir doch, denke ich mal, auch direkt tun. Aber ich glaube, das hier habe ich alles schon... Ja, es ist alles ruhig. Es ist nur ein Typ, der hier am Labern ist die ganze Zeit. Ganz genau, so sieht's aus. Ne, hier bin ich hochgekommen. Ah, ich bin gerade so ein little bit verwirrt. Da beim letzten Mal ja mein Antivirenprogramm einfach der Meinung war, so... ich bringe den PC kurz zum Laggen, weil ich nochmal alles überprüfen muss, beziehungsweise einfach das Update fahre, was planmäßig gelaufen ist und eigentlich auch in Ordnung war. Und, ja, es hat mich dann doch jetzt doch etwas rausgehauen. Heute hatte ich dann noch Besuch gehabt. Das heißt, die Aufnahme ist wieder frischer, am frischesten. Sowas von frisch, dass sie, noch nicht mal anfängt zu müffeln oder ähnliches, vergleichbar. Und, ich frage mich gerade, wo der Kollege hin ist, der mich hier eigentlich entdeckt hat, aber, naja. Nicht so, da bist du. Ich hatte mich schon gefragt, wo bist, Powerblock in Gold. Und ich habe schon Gold. Brauche ich also nicht. Ah, jetzt kriegen wir hier nur noch Goldroutinen. Zumindest derzeit. Oh. Ist das schön. Ich darf sogar nochmal, mega Hurz behalten war. Ja, dann Korrosion auf Gold. Jetzt macht das noch mehr Schaden. Und noch mehr Schaden ist noch mehr Schaden. Und, wer will mir jetzt noch etwas entgegensetzen? Natürlich die ganzen Gegner, die hier so rumhüpseln. Aber um die weiß ich mich schon irgendwie zu kümmern. So, Onboard-Trainingsraster aktiviert. Was? Onboard-Trainingsraster ist aktiviert. Dann lasst uns trainieren für den Final Fight. Wo muss ich lang? Da kann ich nicht rein. Dann kann ich hier rein. Das war doch irgendwie klar und zum Glück speichere ich ja mittlerweile doch alle 15 Schritte so in etwa. Kann man fast schon sagen. Wodurch ich natürlich hier nie so wirklich in die Probleme gerate, dass ich einen weiten Weg wieder laufen muss, um das zu finden, wo ich war. Was sehr angenehm ist. Mir wurde der Tipp nahegelegt, doch einfach mal die rechte Maustaste zu drücken, wenn mein Diskus unterwegs ist. Das tue ich schon, lieber Tipphersteller, Tippgeber. Nur das Problem ist, wenn ich einen Gegner treffe, den Schilder zum Beispiel, oder einfach einen ganz normalen Gegner treffe. Oh mein Gott, da ist mal schwer drin. Der das hier so abwehrt, den Diskus, so wie ich das jetzt auch gerade mache, ne? Den Diskus abwehrt. Dann bringt die rechte Maustaste auch nichts. Kommt nicht schneller zurück. Alan! Miss Rhea scheint nicht glücklich zu sein, uns zu sehen. Der Tron-Erbencode wurde darauf programmiert, alle User im System zu vernichten. In Notfällen wie diesem hier. Wir sind aber kein Notfall. Oder es ist eben gerade kein Notfall. Und warum soll er uns vernichten? Was soll der Mist? Blöd? Warum hast du das programmiert? Alan, was soll das? Unfair. Ich hätte nie vorgeschlagen, den Code zu kompilieren, wenn ich gewusst hätte, dass du im System bist. Was machen wir jetzt? Finde das Kommandomodul und deaktiviere die Stabilisatoren-Bits. Ich habe hier eine Menge zu erledigen. Okay, wir sollen das Kommandomodul finden und dafür wechseln wir zu den Datenvampir-Trainingsraster. Oh Gott. Wir sind mittlerweile im Übrigen im letzten Kapitel angelangt. Dad, ja. Um ins Kommandomodul zu kommen, muss ich etliche Spielraster überqueren. Datenvampire benutzen diese Raster als Trainingsgelände. Es wird nicht leicht, da irgendwie schon vorbeizukommen. Sei vorsichtig, Cat. Nicht zertifizierter User ist aus dem System zu entfernen. Rennteam 1 auf Trainingsraster Alpha. Und da wir jetzt hier uns immer mehr dem Finale nähern, kann man schon fast sagen, wir sind fast im Finale. Ja toll, jetzt habe ich den Turboverstärker benutzt, aber der hat mir mal so gar nichts gebracht. Mir wurde auch der Tipp gegeben, hey, benutzt doch einfach dein
Ja, dein Schildbrecher, der bleibt aktiv, wenn du ihn eingesammelt hast und benutzt hast. Und kannst dadurch zwei Items haben, die du tragen kannst. Werde ich versuchen, werde ich beherzigen. Aber vorher muss ich jetzt hier mal ein bisschen vorsichtig sein und aufpassen. Bevor mich hier dieses wunderschöne rote Programm dann noch ein bisschen nervt, der Icepick-778. Und damit haben wir ihn auch schon erledigt. Unser letztes Tron-Cycle. Rennteams 2 und 3 auf Trainingsraster Beta. Dad, kannst du mich hören? Ja, hast du Schwierigkeiten? Nö. Ich glaube, ich habe mehr abgebissen, als ich kaum kann. Wenn ich den Tron-Erbcode von Mathria dekopieren könnte, dann wäre ich in der Lage, eine Rakete wiederherzustellen. Schnell! Oh oh. Gut, nochmal ausgewichen. Gerade so. Mittlerweile hat sich auch schon einer selbst gelöscht und es werden auch immer mehr Gegner, wie ich das eben gerade sehe. Inwiefern das natürlich prickelnd für uns ist, weiß ich noch nicht. Wow, wow, wow. Es war so klar, es war so klar. Ich weiche zwei Stück aus und dann kommt der dritte um die Ecke gerumpelt, um mich zu erledigen. Könnt ihr euch nicht wieder so nett gegeneinander erledigen wie im ersten Raster? Das fand ich eigentlich sehr, sehr nice und auch sehr, sehr angenehm für mich. Aber ich habe einen Vorteil, sehe ich eben gerade. Die haben hier alle nur den langsamen Light-Cycle-Renner und ich habe den schnell. Das könnte ich eigentlich zu meinem Vorteil nutzen. Zumindest jetzt hier kann ich das für meinen Vorteil nutzen. Ja, den habe ich eingesperrt, der ist tot. Damit gibt es nur noch den einen hier. Hui, ein bisschen Beschleunigung. Beschleunigung ist immer gut, auch wenn ich eigentlich schon voll beschleunige hier die ganze Zeit. Und damit ist nur noch Kevin 489 über. Wow, und der geht ihm gerade ab wie Schmitz Katze. Ach schade, es hätte ja sein können, dass er nochmal so nett ist und volle Kanüle reinfährt. Wow, wow, wow. Hehe. Damit haben wir ihn aber auch besiegt mit der Aktion. Dann Teams 4, 5, 6 und 7 für Trainingsraster Gamma fertig machen. 4, 5, 6 und 7. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Jetzt, ich hab's. Extrahiere BIOS, Mercury. Rekompiliere Code, Mercury Version 6.2.1 hergestellt. Cool, wir sind nicht mehr alleine. Hier, unterwegs. Rennteam 6 und 7 auf Trainingsraster Beta umladen. Das heißt, ich muss nur... Oh ne, werden ja immer mehr. Genial, Dad, du bist der Beste. Hast du echt super gemacht, kriegst einen Keks dafür. Nur haben wir jetzt irgendwie 4 oder 5 mal so viele Programme hier unterwegs und ja, mit der vollen Beschleunigung und ja, rechts, links, oben, unten und überall ist Party angesagt. Es ist klar, dass ich dann auch mal zwischendurch so kleine Probleme bekomme, ne? Weil die alles so im Weg ist und Mauerspike erhalten. Ja, Mauerspike erhalten. Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt wirklich brauche. Ja, ich fahre hier lieber mal vorsichtig. Ja, ich sehe nämlich gerade schon so ein klitzekleines Problem auf mich zukommen eventuell. Deswegen wir einfach mal hier so in dem ganz langsamen Modus fahren. Ah, jetzt kann ich wieder normal fahren. Denn hier bin ich ja gestartet und hier habe ich meine eigene Wand gezogen gehabt und die hätte mich fast selber erwischt. Das wollte ich natürlich nach Möglichkeit doch ein bisschen vermeiden. Ah, fast. Fast hätte ich ihn gehabt. Oh oh. Von der links kommt gerade noch ein Programm angefahren. Gut, hier hinten wurde aber alles wieder freigeräumt. Es ist nur noch Miguel da, ja, Miguel. Ich sag jetzt einfach mal Miguel zu ihm. Oder Muggel. Muggel geht auch. Ne, da möchte ich nicht lang fahren. Da ist alles versperrt durch meine eigene Wand. Oh Miguel, wo bist du denn, du kleiner Putziger? Du fährst da hinten rum. Mathria, kümmere dich mal bitte um ihn. Mathria? Warum Mathria? Nicht Mathria, sondern... Ne? Hier, wie hieß sie nochmal? Das nette weibliche Wesen, was sich hier mit reingehauen hat. Ach, brauchst du nicht mehr. Ist ganz nett. Mercury, genau. Mercury, brauchst nichts mehr machen. Ich hab's selber geschafft. Oh! Wollte gerade sagen, jetzt bin ich zu Fuß unterwegs. Aber was Wurzel des Übels, FCON Lab. Das FCON Team betritt die Bühne. Wo sind Sie? Ich dachte schon, ich hätte einen von Ihnen, aber meine Sucher-Engine antwortet nicht. Wir müssen hier die Zügel anziehen, Leute. Mr. Crown, Team vorbereiten. Yes, Sir.
Moment mal, ich bin hier, um das Projekt hochzufahren, nicht um daran teilzunehmen. Mr. Baza, Sie haben uns versichert, der Prozess sei völlig sicher, wenn wir erst die Korrekturalgorithmen haben. Ist er auch, Mrs. Popoff. Unsere Datenvampire können das bestätigen. Ich habe bloß keine Lust, von einer Meute rasender Einsen und Nullen zerrieben zu werden. Mr. Baza, denken Sie an all die Nullen bei Ihrem Weihnachtsgeld. Das, Mr. Crown, ist Musik in meinen Ohren. Techniker Laser vorbereiten. Techniker Licht, wir haben zu arbeiten. Digitalisierungsfelder 1, 2 und 3 online und los geht's. Techniker, was ist los? Die Korrekturalgorithmen, sie sind weg. Vorgang stoppen. Zu spät. Wurzel des Übels, Kommandomodul. Ja, damit wurde ein ganzes Team eben gerade so ein bisschen vernichtet, habe ich das Gefühl. Release Candidate wurde bestätigt. Startstatus ist Gold. Wir haben einen unerwarteten Besucher. Oder sollte ich sagen, mehrere. Mehr Datenvampire? Keine Bange, Dad, mit denen werde ich fertig. Nein, viel schlimmer. Ich habe die Korrekturalgorithmen von Mathria entfernt, um sie nochmal auf Unversehrtheit zu überprüfen und... Naja, dabei ist etwas Unangenehmes passiert. Na wunderbar. Ich bin gerade dabei, die Korrekturalgorithmen neu zu installieren. Wenn du zurück bist, sollten wir hier soweit sein. Aber beeil dich, das Wesen hat meine Anwesenheit noch nicht bemerkt. Das Wesen? Keine Bange, ich bin gleich da. Rasterzugriff beendet. Oh oh. Wir scheinen irgendetwas geschaffen zu haben. Und, danke. Ich wollte gerade sagen, habe ich hier meinen wunderschönen... Nicht? Nein, habe ich doch. Ich habe meinen Diskus. Virenschild Gold habe ich schon. Megahurz in der Beta-Subroutine. Ich habe Alpha, nehmen wir mal mit. Und zwei E-Mails. Alle mitnehmen. Bericht an Lab-Techniker von CEO am März 2003. Ich will innerhalb der nächsten 10 Minuten einen Bericht in meiner Mailbox hoffen, der mir erklärt, was mit Mr. Crown, Mr. Baza und Mrs. Popoff passiert ist. Ich habe 20 Jahre auf diesen Moment gewartet. Ich werde mir diese Firma nicht noch einmal durch die Finger gleiten lassen. Bericht an CEO von Lab-Techniker im März 2003. Bedauerlicherweise wurden Mr. Crown, Mr. Baza und Mrs. Popoff ohne Korrekturalgorithmen in das System digitalisiert. Die Algorithmen wurden genau in dem Moment aus Mathria extrahiert, als wir das Team indigitalisierten. Ich fürchte, es gibt nichts, was wir für sie tun können. Wenn ich sie so zurückholen würde, wären sie wohl nicht ganz... Nun, nicht ganz sie selbst. Ups. Wir haben dann nichts mit zu tun. Gar nicht. Also, wir waren das nicht und, das war unser Dad. Ja. Haha, wir können es alles auf unseren Dad schieben. Aber, was ist das für ein Monster, was wir geschaffen haben? Wieder Fragen über Fragen über Fragen und noch mehr Fragen. Und, da wir hier mehr oder weniger den ganzen Bereich beherrschen, kann man schon fast sagen, haben wir natürlich den Vorteil, dass wir keine Zugangsprobleme mehr haben. Da. Ich hasse diese blöden Schildkruzis. Da, Mann. Jetzt aber hier. Und jetzt aber hier. Geht doch, komm ich gleich so. Naja, nur die, Portstation hier, die kann ich leider nicht übergehen. Ja, wunderbar, schieß doch drüber weg. So ein Nahkampfangriff wäre eigentlich auch ganz nett gewesen, aber naja, man kann nicht alles haben, ne? Moment mal. Hier gibt es definitiv noch irgendwo irgendein Upgrade, welches ich noch nicht besitze. Welches ich aber dennoch haben möchte. Aber ich sehe es jetzt hier auch spontan nicht. Es ist auch hier alles am Leuchten und am Glitzern und am Funkeln. Und das sieht eigentlich alles ganz schön aus. Was muss ich eigentlich machen? Stoppe F-Con, indem du den Server zum Abschluss bringst. Löse alle Stabilisatoren-Bits. Ja, das kriege ich wohl hin. Aber vorher will ich jedoch nochmal nachgucken. Wegen Gesundheit. Auch wenn ich jetzt nicht genossen habe. Kann man ja trotzdem mal Gesundheit sagen. Und irgendwie...
fehlt mir ein letztes Update. Das letzte Update-Ding. Aber naja, egal. Man kann nicht alles haben. Shit happens. Ne? Ja. Ich denke mal, ich hab ca. 99% gesammelt. Oder 98 oder 97. Moment, ich habe ganz genau 95% gesammelt. Damit kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Jetzt ist nur die Frage, wo sind hier die wunderschönen Bits, die ich zernichten soll? Ja, wo seid ihr denn? Ja, wo seid ihr denn? Bist du ein Bit? Ja. Wo sind die Steuerungsbits hier? Es ist alles so am Leuchten und Glänzen und deswegen kann ich es nicht erkennen. Ha. Hä? Einfach mal überall gegenschießen? Das kann ja nur gut gehen. Haha. Naja, oder auch nicht. Hier haben wir ein virtuelles Bild des Ganzen, auf dem wir sind. Wie nein? Erstes Stabilisatorenbit gelöst. Zweites, drittes und viertes. Damit haben wir alle Stabilisatorenbits gelöst. Herrlich, löse den Servercrash aus, indem du ihn vom Kurs abbringst. Systemnotiz, Stabilisatorenbits Fehler, Absturz ist Schutzvorrichtung. Ja, welche Schutzvorrichtung ist jetzt abgestürzt und wo kann ich mir vielleicht umlenken? Kann ich ja bestimmt hier auch mal, oder? Ah, ich hab's nicht mehr im Kopf, Ist alles schon so lange her. Los, lenk um! Ich möchte in die Richtung fliegen. Ah! Wuhu! Wir drehen einfach an diesem Riesenrad. Naja, mehr oder weniger. Wir drehen am Rad auf jeden Fall. Warnung, Betriebssystem instabil. Systemabsturz in 30 Mikrozyklen. System kann nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Permanenter Datenverlust auf allen Sektoren. Notfalldatenröhren aktiviert. Wow, was war das denn jetzt bitte? Was hat mich da jetzt getötet? Ein Datenvampir kann es nicht gewesen sein. Ich hatte volles Leben. Warnung. Ja. Betriebssystem instabil. Systemabsturz in 30 Minuten. Ich glaube, ich sollte hier einfach rauslaufen. System kann nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Permanenter Datenverlust auf allen Sektoren. Weil... ich würde gerade ganz spontan behaupten, dass ich gestorben bin. Weil das hier alles gleich kaputt geht. Aber nur so eine Vermutung, die ich habe. Sag mal, wo seid ihr hier alle? Okay, ja, jetzt könnte es dann doch passieren, dass mich jemand Datenvampir umbringt. Ja, okay, es hat mich doch ein Datenvampir umgebracht. Ich muss sie dann doch ein bisschen bekämpfen, da die in der Masse dann doch auch massiven Schaden machen. Absturz in 30 Mikrozyklen. System kann nicht ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Permanenter Datenverlust auf allen Sektoren. Notfalldatenröhren aktiviert. Los, fallt doch mal um, mach hier doch mal die Tür auf, was hältst du denn davon? Und seit wann macht ihr hier so viel Schaden? Das ist neu. Das dürft ihr eigentlich gar nicht, das hat euch niemand erlaubt. So, ich denke, hier bin ich in einer guten Position, um mich auch zu verteidigen. Oh oh. Okay, zurück zu Alan und Mafia in den zentralen Digitalisierungskern. Wie soll ich das denn machen? Ja, das finde ich schön, wenn ich keine Erklärung dazu kriege, wie ich das machen soll. Soll ich hier einfach durchlaufen? Nee, aber hier kann ich durchlaufen. Ja, wusste ich doch. Fluchtröhre aktiv. Boah, das kann ich so schnell nicht vorlesen, Leute. Lest es selbst, was da links steht. Aber auf jeden Fall ist ihm gerade Party angesagt. Videocodex antworten nicht mehr. Speicherbus antworten nicht mehr. Cage-Speicher antworten nicht mehr. Alles antwortet so langsam nicht mehr. Oh, oh. Gut, wir sind wieder zurück. Wow, woher wusste ich das bloß, dass hier jetzt noch mal ein paar Vamps sein werden? Hm? Jetzt schicken sie mir aber hier alles auf den Hals, was sie noch so übrig haben. Naja. Egal. So, unser letzter Update-Point, den wir hier sammeln können, glaube ich, müsste das jetzt gewesen sein. Wow, 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 wow. Umbauen, während ich hier lang laufe, ist nicht nett. Yeah. Oh, 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 oh. Muss ich jetzt hier schnell sein oder wird mir gerade hier einfach nur ein Weg gebaut? Ich weiß das nicht mehr. What the fuck? Weg hier. Auf jeden Fall einfach nur weg hier. Yeah. Ah, nein, nein, nein. Nein, nein. Ich steckte dazwischen fest. Da hat es mich von oben noch erwischt. Ich dachte, das passiert nicht, aber... Wow.
Scheint auch irgendwie ein bisschen random zu sein, wie das hier passiert. Weg hier, weg hier, weg hier. Nein, hier bin ich vollkommen verkehrt. Scheiße. Schlecht. Hier wollte ich doch gar nicht hin. Oh, oh. Ich wage einfach gerade mal ganz spontan zu behaupten, dass ich schon fast nicht mehr durchkomme. Doch, mit Bärzensprung komme ich hier noch irgendwie lang. Ganz kurz mal speichern dazwischen. Weil ich auch nicht mehr so viel Leben habe. Hier gibt es zwar wieder welches, aber trotz alledem. Zwischenspeicher ist immer gut. So. Keine Bitterzeitberechnung. Ah, hier ist der Ausgang. Gut. Hui. Geschafft. Bis jetzt. Jet, ich aktiviere den digitalen Transporterstrahl. Bleib dicht hinter mir. Mercury. Verschwinde von diesem Server.